Oh, moin Leute, da melde ich mich mit dem dritten Teil Einstieg Rotlichtmilieu. Es ist so, dass wir das Gespräch gerade führen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was der Mike mir da erzählt, und gib mal schnell 10 Mille aus der Hand, die ich auch organisieren müsste. Da bin ich ganz ehrlich, dass ich die nicht so liegen habe. Ich habe immer auch bei dem Haus sondergetilgt, hatte da sehr, sehr hohe Sondertilgungen. Ich hatte viel Geld noch investiert, auch in Material, was rumlag sozusagen. Wenn ich meine, was rumlag, also ich hatte noch ein riesen Lager abgegeben, auch an Nazi-Devotionalien, an den anderen, und die Gelder, das hatte nicht so richtig geklappt. Und naja, es war halt noch viel gebundenes Kapital, und ich bin auch immer nicht so, dass ich dann so auf Null laufe. Es können immer Dinge so dazwischen gekommen, das haben meine Eltern gut in mich reinprogrammiert. Philipp, nicht auf Messerschneide leben. Und naja, 10.000 Euro für jemanden, der gerade so aus dem Knast kommt, man kennt sich nicht so richtig und so weiter, da tat ich mich ein bisschen schwer mit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, wenn man so ein Bauchgefühl hat, dass jemand kommt und der soll eigentlich ganz gut vernetzt sein in unterschiedlichsten kriminellen Milieus, sollen harten Ruf haben und so weiter, und der muss zu jemand Fremdes hingehen und den drum bitten, ihm Geld zu leihen, da hätten auch schon ein paar Alarmglocken angehen müssen, aber sind sie nicht. Sondern die Story, die ich da erzählt bekommen habe, die hat mich dann getriggert. Und zwar ging es dann ja darum, dass ich mich gefragt habe, okay, wie kriege ich das Geld zurück? Und es wurde dann angeboten, wie das dann so üblich, ja, du gibst mir 10 und nach einem Monat kriegst du 12,5 zurück. Das sind immer dann so Geschichten, da werde ich dann immer so ein bisschen hellhörig. Ich habe gedacht, naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, ne? Und ich glaube, das konnte man mir an einem Gesicht dann auch ansehen, dass das nicht die Lösung war. Und es ging dann relativ schnell, dass ich sagte, naja, also wir sehen uns dann so, oder auch ich und ein paar andere Jungs, die dann so aktiv waren, auch die im Tattoo-Laden waren und die auch aus Werwolf raus wollten, dass ich dann gesagt habe, naja, ich würde das schon eher so sehen, also wenn, würde ich da schon so mit einsteigen wollen. Ich hatte das alles so ein bisschen blauäugig gemacht und wusste auch nicht, was genau auf mich dazukommen sollte. Aber wenn, habe ich gesagt, wenn, dann will ich hier gleichberechtigter Partner sein. Aber erzähl mir doch erstmal, wie viel Geld werden wir verdienen und wie schnell. Und dann wurden Rechnungen aufgemacht. Es wurde dann, wie gesagt, mitgeteilt, dass er diese eine Frau hätte, die unbedingt aus dem Bordell raus möchte. Und dann hat er mir gesagt, naja, so im Schnitt, die denkt auch, dass sie würde viele Stammfreier mitnehmen, viele Stammkunden, und dass sie gesagt hat, naja, sie würde dann schon so am Tag zwischen 12 Freier haben am Tag, und dass das dann ganz unterschiedlich in dem Bereich von, wir fangen jetzt mal an, das sollte in Wismar dann damals sein mit 50 Euro, die ganz einfache Nummer oder ein Handjob. Und bis hin zu Kunden, wo sie gesagt hat, naja, sie hat Kunden, die zahlen ihr 100, 150 Euro die Stunde, und fängt halt an bei einer halben Stunde 50 Euro so. Und hatte gesagt, naja, und wir hatten mit der Frau, oder das hatte er besprochen, mit der Frau wollte er dann sagen, dass er mit der halb machen würde. Also 50 darf sie für sich behalten, 50 würden wir bekommen, aber wir müssten halt den Raum, die Wohnung stellen und das Drumherum machen. Diese Abmachung ist nach meinem Kenntnisstand in Deutschland auch verboten. Also es muss ganz klar gesagt sein, dass heute Wohnungen vermietet werden zu einem festen Preis, und diese 50-50-Regelung oder komplett abziehen oder so, das ist in Deutschland verboten. Sie wollte diese Regelung aber, so zumindest nach seiner Aussage. Und sie hatte dann halt gesagt, dass die und die entsprechenden Einnahmen. Ich habe das dann kurz im Kopf hochgerechnet. Ich habe einen Schnitt von 70 Euro genommen und habe mir dann gedacht, okay, gehst nicht mit 12 ran, gehst auch nicht mit 8 ran. Wenn das ein schlechter Tag ist, gehst mit 10 ran. 6 Tage wollte sie in dieser Wohnung sitzen. Einen Tag wollte sie frei. Dann habe ich gedacht, okay, 10 mal 70 sind 700. 700 am Tag. Das heißt, und wenn wir dann, was sehe ich, wir nehmen 25 Arbeitstage, 7.000, 14.000 und dann nochmal 3.500, 17.500. Das ist möglich mit einer Frau, die in einer Wohnung sitzt, und wir brauchen nur eine Wohnung anmieten für,
für, was weiß ich, 500-600 Euro, müssen da ein paar Kondome hinstellen, müssen da ein Bett reinbauen und ein paar Kommoden und Licht und sonst was und dann ein bisschen Werbung schalten. Scheißegal, selbst wenn da noch 2000 abgehen oder so, dann bleiben immer noch knapp 15 plus und die werden dann geteilt? Ja, da habe ich gedacht. Also das funktioniert auch. Ja, das funktioniert ohne Probleme. Auch hier hätte ich wieder skeptisch werden müssen. Er selber war in dem Business noch überhaupt nie aktiv gewesen. Er wollte halt raus aus dem Drogengeschäft, weil er dafür schon zweimal erwischt worden ist und hatte dann gesagt, naja, das ist ganz einfach. Also da brauchen wir uns keine großen Gedanken machen. Und er hatte schon so Vorstellungen, naja, ich würde schon gerne ein Haus eher mieten, wo dann 3 oder 4 Wohnungen drin sind. Und dann wurde das halt hochgerechnet und dann heißt, was, mit einer Wohnung kannst du knapp 15 machen, mit 4 Wohnungen 60. Und dann sagte er, ja, das größte Problem wird sein, wie wir das Geld dann waschen und wo wir das Geld lagern. Ja, ich weiß, jetzt werden hier einige drüber schmunzeln, Philipp, was für ein Idiot bist du. Ja, das ist, ich habe die Story nicht 100% geglaubt. Ich male dann auch manchmal nicht schwarz, aber ich glaube das schon realistisch. Ich sagte, naja, wenn man mal krank ist, Monatsanfang oder Weihnachten und was ist dann und so. Ja, das spielt man doch alles rein, das ist doch alles Pillepalle, so eine Stadt mit knapp über 40.000 Einwohnern plus die Dörfer drumherum, 50.000. Da kann man das locker alles abkassieren. Und diese Zahlen, die haben mich natürlich geflasht. Wenn ich vorher wusste, ich muss vorher, was weiß ich, für das und das Geld muss ich so und so lange arbeiten, habe viel Bullenärger und so weiter. Und es gab ja reichlich Druck auch gegenüber den Versenden. Tattoo-Laden war jetzt ruhig, das sage ich mal. Aber ich wusste auch, dass in Finnland mit der illegalen Firma, zumindest aus deutscher Sicht, da wusste ich, das wird irgendwie keine lange Zukunft haben. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn das wirklich so einfach ist und er sagt, ja, ich kenne alle und das, wenn ich das mache, dann traut sich da eh keiner ran und so weiter und ich werde das schon die Gespräche alle machen und wenn nicht, dann müssen wir halt durchziehen. Für das Geld kann man dann doch auch durchziehen oder was? Dann habe ich mir gedacht, ja, für das Geld könnte man wirklich, statt sich auf Dorffesten, Stadtfesten rumzuprügeln oder sich mit allen anzulegen, habe ich gedacht, ja, für das Geld könnte man eher so in diese Gewaltschiene gehen. Also, ich war völlig geblendet von den Beträgen, die da genannt worden sind. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt keine Gedanken mehr gemacht, wie ist das steuerlich, ist das rechtlich einwandfrei und es kommen ja noch einige Probleme zu. Und jetzt hat er, glaube ich, gespürt, dass ich sozusagen, dass ich den Köder geschluckt habe. Ich bin an der Angel, ich bin angefixt. Das, glaube ich, kann man auch relativ leicht nachvollziehen, dass man, wenn man diese Beträge hört und dass das mit relativ wenig Aufwand sein soll, also dass wir wirklich nur sozusagen das Haus beschützen müssen, dass wir uns vielleicht aufteilen, auch dort aufzupassen. Und tja, ich habe bis jetzt das Negative noch nicht gesehen, aber eine Frage, die ich natürlich gestellt habe, ist, naja, es gibt ja Bordellwohnungen und Etablissements, gibt es ja in Wismar, was ist denn mit denen? Erstmal scheiße auf die, ja? Also er selber hatte dann sowieso immer gesagt, alle anderen sind Lappen und die können eh nichts und dann muss man die halt mal mit Waffengewalt oder so dazu zwingen, sich zu verpissen. Also die Richtung war ganz klar, die hier vorgegeben wird. Wenn wir das machen, dann wird das auch, dann werden wir auch alle anderen aus der Stadt jagen. Es war dann zu diesem Zeitpunkt so, dass es gab zwei unterschiedliche Vermieter. Das waren aber relativ normale Bürger, die jetzt nicht irgendwie aus welchen Milieus kamen, sondern die haben die betrieben und haben dann noch an Türsteherfirmen oder auch an einen Rockerclub haben die Schutz bezahlt und die selber hatten sich da gar nicht so große Gedanken drüber gemacht, denn die hatten auch Verbindungen sozusagen zur Polizei. Die hatten das nach außen ganz klar kommuniziert und haben gesagt, naja, wenn bei uns jemand klingeln kommt und Geld will oder wir sollen die Dinger zumachen oder Frauen soll bedroht werden und so weiter, dann gehen wir halt zur Polizei. Das wurde so nach außen kommuniziert und hat sich auch keiner dran gemacht. Aber der Mike hatte sich fast in Rage geredet und hatte gesagt, das ist seine Stadt, das ist, hier kommt doch keiner irgendwie aus Schwerin und Rostock und kassiert hier ab. Das wird er nicht zulassen und er will dieses Geschäft sich unter den Nagel reißen. Erst die Prostitutionswohnung und dann Bordelle. Und dann wurden ja Zahlen in den Raum geworfen, wirklich. Da wurde schon in diesem ersten Gespräch, wurde dann drüber gesprochen, ja, ich würde dann dort bei meiner Familie einen Tresor reinbauen, da könnte man dann das Geld bunkern, bis wir uns dann überlegen, wie man das wäscht und so weiter. Und
Ja. Ich habe da relativ leichtgläubig, habe ich mich darauf eingelassen, habe gedacht, Mann, ja, ist das wirklich so leicht? Gibt es da so wenig Gegenwehr? Gibt es da keinen so, der sich für interessiert und sagt, okay, für das Schutzgeld, das wir kriegen, gehen wir halt auch los und machen uns gerade, oder dass sie auch mit Waffen kommen und so weiter. Ich hatte gerade sehr, sehr viel Negatives erlebt und hatte aber gedacht, aber es hatte mich ja auch teilweise abgehärtet in meinem Denken, in meinem Handeln, so eine Mischung da draußen nach außen, hart innerlichen Bruch, aber diesen Bruch habe ich da nicht zugelassen und ich hab diese Story geglaubt, ich wollte sie glauben. Es gab mir eine Perspektive irgendwie, trotzdem nochmal, es fühlte sich, ja, wie soll ich das sagen? Es fühlte sich fast an wie so eine Art Aufstieg. Ich glaube, das passiert auch relativ viel zur Zeit, dass Leute aus dieser Neonazi-Szene dann auch in Motorradclubs gehen, dann auch kriminell werden, auch das große Geld mit Drogen oder mit Frauen wittern und so weiter, mit dem Geschäft des Sex. Und von daher war das jetzt bei mir auch nicht so die große Überraschung, dass das einigermaßen schnell funktioniert hat. Und es ging dann schon in dem Gespräch relativ weit, also dass wir uns abgesprochen haben, okay, ich habe mir eine Bedenkzeit erbeten, wir haben uns dann verabschiedet, es war menschlich, hat das eigentlich ganz gut gepasst, er war mir nicht unsympathisch, das war, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium. Ich wollte das auch glauben, was mir da erzählt worden ist und hatte mir dann im Kopf schon ausgemalt, oh Gott, das könnte ja ein unbeschwertes finanzielles Leben werden, wenn er wirklich das so sagt, dass der Ärger, der da kommt, dass der relativ klein wird und wenn, dann wird er halt durchgezogen und er dann auch immer relativ schnell so gesagt hat, dann wird der mal über den Haufen geschossen und der wird mal über den Haufen geschossen oder sonst was oder dann muss man halt mal eine Handgranate schmeißen oder sonst was. Also das wurde dann schon relativ offen kommuniziert, ja. Ich trennte mich dann aus diesem Gespräch raus. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich jemand, einen Verbündeten im Geiste. Die anderen wollten, also wie gesagt, drei, vier andere wollten aus dem Werwolf-Club sich auch ändern, aber dass ich jetzt zu denen hingehe und sage, naja, ja, also hier der Mike, der ist auf mich zugekommen, hat gesagt, ja, wir wollen jetzt hier Prostitutionswohnungen machen und so weiter. Also ich musste das mit mir selber ausmachen. Ich habe mich dann so ein bisschen an den Rechner gesetzt, habe mich dann informiert über Gesetzeslagen und zu dem Zeitpunkt war das auch so, dass Prostitution legalisiert wurde oder das müsste jemand anderes hier drunter kommentieren, welche Gesetzesänderung es da damals gegeben hat. Und ich werde da auch noch mal ein paar Bilder, ich habe noch ein paar Bilder so von den Wohnungen oder so, die packe ich dann hier bei Patreon rein. Schaut mal rein bei Patreon, da könnt ihr Pate vom Kanal werden. Das ermöglicht auch die Interviews und all die Arbeit, die wir dann hier reinstecken. Und das ist auch eine Wertschätzung. Vielen Dank an die Paten, die das auch hier alles möglich machen. Und also habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen, habe mir das dann sozusagen über die Suchmaschinen alles so zusammengeguckt und habe da auch wirklich gesehen, okay, ja, das funktioniert. Viel lief dann damals so über fest abgemachte Miete. Das ist die andere Möglichkeit. Also es mieten, also man betreibt eine Wohnung und Frauen, reisende Frauen haben wir die genannt. Das sind reisende Frauen, die sind so selbstständig in diesem Gewerbe. Die mieten dann diese Wohnung. Natürlich mieten die Wohnung für einen sehr, 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 sehr hohen Preis. Aber alles, was über dieser erhöhten Miete ist, ist dann für die. Also die kassiert man dann sozusagen nicht ab. Aber das stand für Mike nicht zur Debatte, sondern hier sollte jetzt richtig groß abkassiert werden. Die Frauen, die dann kommen, da soll 50-50 gemacht werden. Und wenn die nicht spuren, dann hat er auch gesagt, dann muss man halt dafür sorgen, dass die spuren. Also das wurde mir dann schon alles recht klar gesagt, was man dann da vorhat. Ich persönlich, ich stand jetzt vor dem Problem, dass ich, naja, es ging dann halt um die 10.000 Euro. Habe ich gedacht, okay, wie wenn man ein Haus mietet, Mietkaution, dreimal Mietkaution. Boah, habe ich gedacht, so was ich so bei 5 Mille einrichten, alles drumherum, okay, könnte hinhauen, aber ich habe das Geld nicht. Ich habe das Geld nicht und ich bin dann auf die Idee gekommen, okay, ich muss mir Geld beschaffen und wusste auch wie. Jetzt könnte das groß dramatisch klingen, wie ich das gemacht habe, aber ich hatte gerade meinen Führerschein neu gemacht fürs Motorrad. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv in einem Motorradclub und habe gedacht, okay, wenn ich das Motorrad jetzt wieder verkaufe, dann kriege ich dafür schnell 6, 7 Mille nochmal zurück. Und ich verdiene ja dann eh im nächsten Monat ja schon 7, 8.000 halbiert. Und wenn wir drei Wohnungen betreiben, verdiene ich ja nächsten Monat schon 20.000 netto. Geil, dann brauche ich nicht mehr die Suzuki 1400 Intruder fahren, sondern dann kaufe ich mir gleich eine geile Harley. Ja, Gier frisst Hirn, ne?
Und dann habe ich relativ schnell rumgefragt, ob nicht jemand auch das Motorrad kaufen will. Das hatte dann zu dem damaligen Zeitpunkt jemand gekauft, der als Tätowierer aktiv war in dem Laden. Der hatte dann das Motorrad abgekauft. Das ging relativ unkompliziert. Das ist ja ein schnelles Bargeldgeschäft, ne? Brief übergeben, Geld zurück. Und das habe ich innerhalb weniger Tage habe ich das dann wirklich konkretisiert. Ich habe mir aus Finnland von Werewolf Records habe ich mir noch Geld runterschicken lassen. Zwischendurch hatte ich mich dann immer wieder mit Mike getroffen, um diese Sache zu besprechen, um zu gucken, okay, ja, ich bin an Bord. Ich habe ihm dann zugesagt, okay, ich werde das machen, nur wenn das aber so ist, dass wir gleichberechtigte Partner sind. Das war ihm sogar ganz lieb, weil dann könnte ich das sozusagen, weil ich sowieso selbstständig bin, über mich laufen lassen. Habe ich mir keine großen Gedanken drüber gemacht. Scheiß drauf, läuft halt über mich. Er sagte, ja, er will erst nochmal Hartz IV und so abgreifen. Und da habe ich mir dann keine großen Gedanken drüber gemacht. Ja, man sieht das hier wirklich, wie blauäugig man rangeht, wie wirklich die Gier hier nach dem ganz schnellen Geld und Wichtigtuerei und so wirklich hier die letzten Gehirnzellen aufgefressen hat. Ist jetzt, wenn ich das so im Nachhinein so erzähle, kann ich mir vorstellen, was Leute jetzt hier denken, die das gucken und das hier kommentieren. Aber wenn man selber in der Situation erstmal drin ist, muss man selber immer erstmal bei klarem Verstand sein. Ich war zu diesem Zeitpunkt auch nicht bei klarem Verstand. Und von daher muss man dem so ein bisschen nachsehen. Eine Sache, die ich natürlich noch mit ihm geklärt hatte, war, pass auf, Digga, das ist alles gut und schön und wenn wir das jetzt mieten, dann sagt so ein Vermieter, sagt dann auch, ja, das ist ein Mietvertrag und da kann man dann nicht hingehen und dann nach 4 Wochen sagen, ja, das war alles ein großer Spaß, wenn ich den unterschreibe von mir mit meinem Namen, mit der Firma und dann habe ich nachher hier so ein Haus an der Backe und das kostet mich jeden Monat 2.500, dann geht es aber mit Schwung in die Insolvenz. Und von daher habe ich ihm dann gesagt, okay, mir wäre das auch ganz wichtig. Ich muss die Litauerin kennenlernen und dass die uns das erzählt, dass wir von der auch noch ein bisschen lernen können, dass sie uns gesagt hat. Also sie sollte uns dann auch ein bisschen erzählen, was sie von dem Geschäft erwartet, weil wir beide keine Ahnung hatten. Also Mike hatte auch nur Hörensagen von anderen aus dem Gefängnis oder von Bekannten, hatte jetzt auch nicht unbedingt die größten Verbindungen jetzt in dieses Rotlichtmilieu, ich sowieso nicht. Also stand das für mich ganz klar, okay, ich will jetzt hören, was hat die Litauerin zu erzählen? Klappt das wirklich? Ist das eine Geschichte? So viel Tiefenprüfungen wollte ich dann doch noch machen, aber das erzähle ich euch beim nächsten Mal, wie wir dann ins Bordell gegangen sind und dort die Litauerin getroffen haben und dann sollte die Reise richtig losgehen. Also Leute, vielen lieben Dank wie immer fürs Gucken. Lasst einen Daumen oben da, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen. Lasst einen Daumen runter da, wenn ihr mich oder das Projekt scheiße findet. Lasst gerne Kommentare da, das freut uns immer. Und ihr dürft gerne Pate vom Kanal werden. Der Verein hier hinter diesem Projekt ist extremistlos.de und wir versuchen, das hier ein bisschen aufzuklären, ein bisschen Realität reinzubringen. Ich kann es nur sagen, es ist ein ganz dreckiges Geschäft. Es ist eines der dreckigsten Geschäfte, die ich kennengelernt habe. Der Drogenhandel und das Rotlichtmilieu und darüber werden wir dann intensiver hier sprechen. Also, Leute, vielen lieben Dank fürs Gucken und ich verabschiede mich mit einem Ahoi von der Küste.